Was gibt es im Winter Schöneres als eine Schneeballschlacht? Man nimmt sich ein bisschen Schnee und versucht, einen möglichst runden Ball zu machen und dann ab damit. Aber manchmal klappt es mit dem Schneeballmachen schlechter und manchmal besser. Was ist das Geheimnis eines guten Schneeballs? Er besteht aus Schnee, das ist klar. Aber was ist eigentlich Schnee? Dafür machen wir einen kleinen Versuch. Da kommt ein bisschen Schnee in diesen Topf. Und der Topf wird heiß gemacht. All das macht Ecki, unser Mausreporter. Der Schnee schmilzt. Und was wird daraus? Genau, Wasser. Also flüssiges Wasser. Denn Schnee ist ja auch Wasser, nur eben in fester Form. Wenn man jetzt das Wasser, das flüssige Wasser, wieder in den Schnee reinstellt, dann wird es wieder kalt. Und wird da wieder Schnee draus? Da müssen wir ein bisschen warten. Das flüssige Wasser wird kalt und wieder fest. Aber es ist kein Schnee draus geworden. Zum Glück hat Ecki einen Hammer dabei. Da kann man es gut sehen, aus dem flüssigen Wasser ist Eis geworden. Wenn aber aus flüssigem Wasser Eis wird, aus was wird dann Schnee? Um dieses Geheimnis zu lüften, ist Ecki zu Herrn Krüsi in die Schweiz gefahren. Herr Krüsi ist nämlich Schneeforscher und er weiß fast alles über Schnee. In dieser Kältekammer, da kann er Schnee herstellen. Erstmal kippt er Wasser in diesen Topf. Das ist ein Verdunster, das heißt, der macht aus Wasser Wasserdampf. Der Wasserdampf steigt nach oben. Und da oben trifft der Wasserdampf auf einen kalten Becher. Und da, wo der Wasserdampf auf den Becher trifft, da entstehen Schneekristalle. Mit der Zeit werden es immer mehr. Wenn man näher rangeht, kann man sie ganz gut erkennen. Erst sind sie ganz klein und nach werden sie immer größer. Und wenn man ganz viele von diesen Schneekristallen hat, dann hat man Schnee. Schnee entsteht also dadurch, dass Wasserdampf gefriert. Also, aus Wasserdampf wird Schnee und aus flüssigem Wasser wird Eis. Wenn Ecki sich jetzt eine Handvoll Schnee nimmt und die hochwirft, ist das noch lange kein Schneeball. Irgendwas fehlt noch. Er versucht es mit ein bisschen Druck, also den Schnee zusammendrücken. Und schon besser, aber immer noch nicht so toll, der Schneeball. Aber Ecki hat noch einen Trick. In Form einer kleinen Sprühflasche. Er macht den Schnee nass. Dann drückt er den Schnee noch mal kräftig zusammen. Und ja, das sieht gut aus. Das Wasser funktioniert also wie so eine Art Kleber. Herr Krüsi hat auch noch einen Versuch. Er füllt etwas Schnee in diesen Glaszylinder. Und dann stellt er den Glaszylinder vorsichtig auf den Tisch. Er hebt ihn hoch und der ganze Schnee rieselt raus, klebt also nicht zusammen. Das Ganze macht Herr Krüsi nochmal, also wieder Schnee in den Glaszylinder rein. Vorsichtig rausheben und auf den Tisch stellen. Jetzt nimmt Herr Krüsi eine Art Stempel und drückt den Schnee kräftig zusammen. Und siehe da, der Schnee klebt zusammen. Nur wie kommt das? Herr Krüsi hat überhaupt kein Wasser benutzt. Der Trick bei der Sache ist der Druck. Wenn man Schnee oder wie hier ein Stückchen Eis zum Beispiel mal gegen eine Scheibe drückt, dann schmilzt das Eisstück ein bisschen und es entsteht ein dünner Wasserfilm. Das Ganze nochmal von nah. Das Eis wird an die Scheibe gedrückt, es schmilzt ein bisschen und es entsteht ein dünner Wasserfilm. Und mit diesem Wasser kann man kleben. Wenn man zum Beispiel zwei Eisstückchen aufeinander drückt, dann entsteht zwischen ihnen auch ein dünner Wasserfilm und der hält die beiden Eisstücke zusammen. Dieser dünne Wasserfilm klebt aber nicht nur große Eisstückchen zusammen, er kann auch kleine Schneekristalle zusammenkleben. Genau wie hier. Durch das Drücken entsteht zwischen den Schneekristallen ein hauchdünner Wasserfilm und der hält diese Schneekristalle zusammen. Wie Kleber.
Und dann haben wir Chrissy und Ecki noch eine Schneeballschlacht gemacht. Und von weitem sieht man es schon, die Schneebälle sehen ziemlich unterschiedlich aus. Die von Herrn Chrissy sind gut und treffen, aber die von Ecki gehen schon in die Luft kaputt. Warum? Der einzige Unterschied ist, dass Ecki noch seine Handschuhe anhat, während Herr Chrissy seine Schneebälle mit bloßen Händen formt. Druck allein scheint also noch keine perfekten Schneebälle zu machen. Aber vielleicht hat es ja was mit den bloßen Händen zu tun. Ecki und Herr Chrissy machen jetzt mal einen ganz besonderen Schneeball. Drücken ohne Handschuhe und alle paar Sekunden die Hände wechseln. Und nochmal. Und fertig. Schöner Schneeball. Diesen Schneeball sägt Herr Chrissy mit seiner Bandsäge einmal in der Mitte durch. So sieht er von innen aus. Dann nimmt sich Herr Chrissy einen Löffel und kratzt den ganzen Schnee aus dem Inneren des Schneeballs raus. Übrig bleibt eine harte, leere Eisschale. Denn durch das Drücken mit den bloßen Händen schmilzt die äußere Schneeschicht des Schneeballs, wird zu Wasser und das Wasser gefriert wieder und wird zu Eis. Und dieses Eis ist wie eine Schutzhülle für den restlichen Schnee. So eine Hülle gibt's bei jedem Schneeball nur viel dünner und nicht so hart. Das ist auch gut so, denn sonst täten diese Schneebälle ganz schön weh. Die Geheimnisse eines guten Schneeballs sind erstens, der Schnee sollte feucht sein. Denn Wasser klebt die Schneekristalle zusammen. Zweitens, der Schnee muss gut zusammengedrückt werden, damit durch den Druck die Schneekristalle überall gut zusammenkleben. Und drittens, das Ganze am besten ohne Handschuhe, damit der Schnee durch die Wärme der bloßen Hände eine kleine Eishülle bekommt, die hält den Schneeball von außen dann zusammen. Aber nicht so fest, wie Ecki das hier macht, sonst werden die zu hart. Und dann kann's losgehen. Immer schön drauf auf Ecki. Das macht Spaß. Ja, so ist der Winter schön. Oh, es ist gar nicht Ecki, es ist nur Tür. Nochmal Glück gehabt.